Ja, denn der Abwehrchef, er hat seine Hintermannschaft perfekt im Griff. Vor allem in dieser Woche. 2 Spiele in Folge ohne Gegentor. 3 Spiele in Folge zu null. Das gab es in Dresden seit Oktober 2013 nicht mehr. Uwe Neuhaus, er spricht heute schon von einer auch mental schwierigen Aufgabe. Dieses tolle Spiel in Osnabrück, das muss heute erstmal wieder auf den Platz gebracht werden. Konstant bleibt er dabei aber bei seiner Aufstellung. Keine Veränderung in der Startformation im Vergleich zu diesem richtig klasse Spiel in Osnabrück. Knapp 27.000 wollen sich den Kick heute gegen den Tabellenvorletzten, gegen die Stuttgarter Kickers, nicht entgehen lassen. Und Hefele, ein Mann auch für solche 60-Meter-Pässe in den Lauf von Kreuzer. 8. Spielminute, er kann querlegen auf Testrot. Er probiert's alleine. Sattelmeier im Tor der Gäste. Richtig stark. Bleibt da ganz lange stehen, rufen Sattelmeier. Hat er vielleicht von Manuel Neuer gelernt, denn der hat mal beim FC Bayern gekickt. Und Michael Hefele, letzte Saison mehr als Rüpel und Holzer bekannt in dieser Spielzeit. Als neuer Spielführer, zudem hat ihn ja Uwe Neuhaus gemacht. Eine absolute Führungsfigur geworden. Es ist ein richtig flotter Beginn. Es ist ein intensives, abwechslungsreiches Fußballspiel. Dann Lumpi Lamberts vorbei an 3 Stuttgartern. Der 4. ist einer zu viel. Wir sind in der Pflicht, vor diesen Fans dieses Spiel zu gewinnen, sagt Uwe Neuhaus. 3 Punkte sollen es also sein. Gegen eine Stuttgarter Mannschaft, die sich allerdings im ersten Abschnitt nicht wie ein Tabellenvorletzter zeigt. Hefele dann mal mit vorne nach einer Ecke, mit einem Fehlpass, mit der Hacke. Und dann fehlt er natürlich hinten, der Konter rollt bei den Gästen in Blau. Klasse Pass von Braun in den Lauf von Vibudulu. Lass mich draußen, aber Modica verhindert Schlimmeres. Da gibt es ja noch den anderen Innenverteidiger. Hefele und Modica, 2 von insgesamt nur 4 Feldspielern, die noch keine Sekunde in dieser Saison verpasst haben. Das Zuspiel von Braun ist klasse. Blaswig zu zögerlich und ein Vibudulu, geboren in Leipzig aus der Jugend von Lok, mit der guten Chance. Seine Mannschaft, das Team von Tomislav Stipic, bietet Dresden richtig Paroli. Wir wollen sie ärgern. Wir wollen denen die Bälle in der eigenen Hälfte klauen, hat Stipic gesagt. Und das schaffen sie hier und da auch. Erich Berko, 8 Saisontore, 6 davon auswärts. Hier fehlte nicht viel. Wenn dieser Schuss ein bisschen mehr Effekt Richtung Tor entwickelt, hat Blaswig vermutlich große Sorgen. Es ist ein wirklich tolles Fußballspiel im ersten Durchgang. Dann Osman mit diesem Zuckerpass in den Lauf von Eilers. Auch der kann querlegen, auch er macht selbst. Und auch er scheitert, dieses Mal aber am Pfosten. Es ist halt ein Torjäger, Justin Eilers. In Osnabrück hat er noch quergelegt für Testrot, dass er den selbst probiert. Man kann es ihm irgendwie nicht übel nehmen. Es ist auch ein wirklich großartiger Abschluss. Es ist einfach nur Pech im Spiel. Dynamo nach etwas mehr als einer halben Stunde, aber die bessere Mannschaft. Flanke Kreuzer, wieder Eilers, wieder Aluminium. Erst der Pfosten, jetzt die Latte. 5 Minuten vor der Pause wäre Dresdens Führung hochverdient. Doch so bleibt's. Ein torloses Remis zur Halbzeitpause. Michael Hefele, wieder steht die Null. Hinten, ja, hier und da heute auch ein paar wackelige Beine. Aber vorne eben auch wahrlich nicht viel Glück bei Justin Eilers, dem Goalgetter in Liga 3. Zweiter Abschnitt. Fehlpass Stuttgart. Hefele mit der Eroberung und mit dem Auge für Justin Eilers. Der alleine gegen 4 Stuttgarter. In der Mitte Testrot, der Osman. Eilers kann eigentlich nichts machen, aber dann Jordanov mit einem richtig blöden Vorspiel. Weiß der Ex-Rostocker auch selbst. Doch bevor der Freistoß ausgeführt wird, wird erstmal gewechselt. Marvin Stefaniak kommt rein ins Spiel. Nach Achillessehnenproblemen heute wieder mit von der Partie und er schreitet direkt zur Tat. Na klar, Standards, seine Angelegenheit. Beim 2-1 im Hinspiel. 2 Standardsituationen durch Stefaniak. 2 Tore für Dynamo. Stunde rum, Parallele. Ja, aber dieses Mal nicht als Vorbereiter. Der geht direkt rein. 2. Saisontreffer für Marvin Stefaniak. 1. Ballberührung. Der war keine 20 Sekunden auf dem Feld und bringt Dynamo mit 1:0 in Führung. Der 1. direkt verwandelte Freistoß. Aber was bitte macht denn der Sattelmeier?
Ein Riesenbock vom Keeper der Kickers. Der denkt wohl, der geht drüber. Und dann geht er eben rein. Es ist ärgerlich für Stuttgart, denn die waren bis dahin richtig gut im Spiel. 10 Minuten später, schon wieder Stefaniak. Doppelpack per direkten Freistoß. Nee, dieses Mal eine Vorarbeit. Und wie? Hartmann an den Pfosten. Dritter Aluminiumtreffer. Fortuna ist heute wirklich keine Dresdnerin. Die Partie im zweiten Durchgang nicht mehr ganz so attraktiv, aber spannend und dennoch auf gutem Niveau. Auf Stipic reagiert. Bringt zwei neue mit Nebihi und Badiane, zwei neue Angreifer. Natürlich, Tabellenvorletzter. Da muss ein bisschen mehr Risiko. Ob 0:2 oder 0:1, ist dann auch wurscht. Badiane vor Bayern 3 Dresdnern. Abruzia mit so viel Platz. Und keiner bei Nebihi. Haken gegen Hartmann. Und ab dafür. Ausgleichstreffer. 76. Minute. Und das geht in Ordnung für die Stuttgarter Kickers. Auch der Schwaben-Joker sticht. Neuzugang. Im Winter kam er von Union Berlin. Aber hier ist Dynamo ziemlich schläfrig in allen Belangen. Abruzia kann ganz entspannt flanken. Keiner bei Nebihi, der mit dem Haken und dann volles Pfund durch die Mitte. Blaswig ahnt das Ding, aber da kommt er nicht mehr ran. Die Knochen von Dynamo nach diesem anstrengenden Spiel auf tiefem Boden in Osnabrück schon ein bisschen müde. Schlussphase, wer hat noch was im Tank? Ayaz Osman zum Beispiel. Tolle Balleroberung, schickt Stefaniak. Der leitet weiter auf den eingewechselten Kutschke, aber der bekommt ihn nicht mehr entscheidend Richtung Tor. Es bleibt beim Leistungsgerechten 1:1 zwischen den Dynamos, dem Tabellenführer, und den Stuttgarter Kickers. Ein intensives Fußballspiel, ein gutes Fußballspiel, endet leistungsgerecht mit 1:1, weil Dynamo dreimal am Aluminium scheitert, aber dann doch einen Treffer geschenkt bekommt. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Dieser Freistoß. Sie haben sich so geärgert. Was war denn da los? Eine gute Frage. Ich glaube, das weiß ich jetzt eigentlich immer noch nicht. Vielleicht war das Problem, dass ich zwei Gedanken hatte. Der erste Gedanke war, ich fange den Ball ohne Probleme. Dann merke ich, okay, könnte vielleicht doch ein bisschen schwieriger werden. Und dann wollte ich ihn wegfausten. Und ich glaube, ich berühre den Ball dann gar nicht. Und das ist eigentlich das Komische, dass ich, dass ich den Ball nicht mal irgendwo an den Händen dann berühre. Ich weiß nicht, ob man da von einem Blackout redet. Ich kann es jetzt auch noch nicht erklären. Muss ich ganz ehrlich eingestehen, aber dann natürlich ein Riesenkompliment an die Mannschaft, die mir dann da in gewisser Art und Weise dann auch den Arsch gerettet hat. Ich hatte ein gutes Gefühl heute, da wo ich eingewechselt wurde. Ich hatte auch mit dem Trainer davor gesprochen und ja, habe ich gut erwischt den Freistoß und ist hinten gut eingeschlagen. Aber ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte damit, aber dann zum Ende ein 1:1, aber ist nicht schlimm. Wir können den Sack da in der ersten Halbzeit zumachen, das ärgert mich einfach ein bisschen, weil das waren ja, deutliche Chancen, haben wir nicht gemacht und müssen jetzt den Mund abwischen und müssen mal in der englischen Woche mit 7 Punkten zufrieden sein. Ich glaube, das ist nicht so schlecht. Absolut. Und auch wenn es heute mal wieder ein Gegentor gab an der Tabellenspitze, bleibt es weiter einsam. Und zumindest ein Dresdner Fan geht heute, auch trotz des Remis, denke ich, sehr, sehr zufrieden ins Bett.